Das sind die berühmten drei H's. Hirn, Herz und Haltung. Und das ist eigentlich der allerwichtigste Wert oder die drei wichtigsten Werte, die wir als Menschen und die wir als Marken, als Unternehmen überhaupt haben können. Wir sollten uns in der Markenbewertung vielleicht mal davon verabschieden, immer nur zu messen, wie viel ist was wert, wie viel Cash haben die, wie viele Produkte haben die gekauft, wie viele Patente haben die gekauft. Wertvolle, mutige, starke Marken sind doch Unternehmen, die auch qualitativ was liefern, sind doch Unternehmen, die intelligent sind, die nachdenklich sind, die leidenschaftlich sind, die standhaft sind, vielleicht auch nicht zu verkaufen, sehr standhaft. Und die Realität, das ist schon bei der Abfrage sichtbar gewesen, die Realität ist doch in Wirklichkeit, meine sehr verehrten Damen und Herren, doch oft ganz anders. Ganz oft sind Unternehmen doch geprägt von Kurzsichtigkeit, getrieben vom Markt, von ihren Kunden, von der Profitgier. Denn solange wir im Supermarkt gekochte, geschälte und dann in einer Plastikschale verpackte Eier kaufen können, versteht jedes Kleinkind, dass da das Hirn nicht einmal kurz eingeschalten war und das Herz auf den Modus herzlos geschalten worden ist und die einzige Haltung, die ich habe, ist die Verbiegung vor dem Markt. Solange ich Fastfood-ähnliche Kaffeehausketten habe, mit überteuerten Heißgetränken in viel zu großen Bechern, die jedes Jahr weniger Körperschaftssteuer zahlen, als ich mit meiner kleinen 3-Mann-GmbH und jedes durchschnittliche Kaffeehaus, wird jeder sofort checken. Da wird das Hirn nur mehr eingeschalten, um zur Vermeidung, zur Trickserei, zum Schummeln und zu Ähnlichem. Und von dem haben wir aber schon genug in dieser Welt. In der Welt wird schon genug geschummelt und gelogen und betrogen und gedisst und gehasst. Wenn du nur laut genug schimpfst, wirst du irgendwann am Ende sogar ein US-Präsident. All das sind aber alles keine wertvollen Marken, inklusive dem US-Präsidenten. In dieser Welt des Faken. Die dienen nämlich nur einem Wert, dem Shareholder Value. Das ist der einzige Wert, dem diese Marken am Ende dienen. Unser Land, unser Österreich, und das muss man in so einer Rede auch einmal sagen, weil das ein bisschen aus der Mode gekommen ist, das geilste Land der Welt. Das geilste Land der Welt ist unser eigenes Land. Unser Land braucht, nein, unser Land hat starke, mutige Marken. Für mich ist eine starke, mutige Marke eine, die hier in diesem Land ordentlich Steuern zahlt. Wo ist eigentlich das Ranking der größten Steuerzahler dieses Landes? Wo, Frau Ministerin, jetzt sind Sie nicht mehr da. Wann kommt die Besteuerung für Google, Facebook und Amazon? Die diskutierten 3% Digitalsteuer werden den Zuckerberg nicht verhungern lassen in Kalifornien. Das kann sich der schon mal leisten. Wir haben mutige Marken, die hier zu fairen Bedingungen Mitarbeiter glücklich machen, die an unsere Zukunft denken, die an unsere Umwelt denken und die auch gesellschaftspolitische Verantwortung übernehmen. Das sind für mich starke Marken. Marken mit Hirn, Herz und ein Stück weit auch Haltung. Und unsere Welt, die gibt es nur einmal. Und die lässt sich auch nicht irgendwie größer machen. Egal wie viel Wachstum es da auch gibt auf der Welt, die lässt sich nicht vergrößern. Die braucht Marken mit Herz, Hirn und Haltung. Marken, die ein bisschen weiter vorausdenken als ans nächste Quartalsmeeting, als an die nächsten Quartalszahlen, als ans weitere Wachstum, die vielleicht irgendwo teilen. Fairness, Zukunft und nicht nur irgendwo eingeschrieben mit ihr Brandbüchel, das eh kein Mensch jemals wirklich liest, sondern das auch vorleben und das auch machen. Marken, das haben wir so oft schon vorher gehört, haben eine unglaubliche Macht gewonnen. Marken sind Dinge, die Impact haben. Marken beeinflussen Menschen, die beeinflussen unser aller Leben. Wir vertrauen heute Marken mehr als der Politik, wir vertrauen Marken mehr als der Religion und den Behörden. Marken können, Marken müssen Gamechanger werden. Marken können diese Welt ein Stück weit zu etwas Besserem verändern. Mit dem vollen Vertrauen, das Marken heute haben, müsst ihr alle sorgsam umgehen. Weil all euer Tun hat Wirkungen und Auswirkungen auf die Menschen da draußen. Marken sind Orientierung für Menschen. Nur um die Dimension mal irgendwie zu begreifen.
Es gibt heute auf der Welt, habe ich gestern im Interview mit dem ehemaligen UN-Generalsekretär Ban Ki-moon gehört, es gibt 60 Millionen Menschen, die gerade auf der Flucht sind. Auf der Flucht, Herr Trump, nicht auf Invasion. Und es würde 63 Milliarden US-Dollar kosten, dieses Leid zu beenden. Das ist eine unfassbare Summe. Ja? 63 Milliarden Dollar. Das ist ja gegen den Lotto 7-fach Jackpot. Da gewinnst du nur 14 Millionen Leute. Wenn man aber nachdenkt, die 63 Milliarden US-Dollar sind gerade 25% der Cash-Reserve, die Apple am Konto hat. Das ist ein Viertel von dem, was die haben, irgendwo gebunkert, da muss ich nicht wissen, was damit machen soll. Marken sind die geheimen Beherrscher dieser Welt geworden. Und wenn das Beherrscher dieser Welt sind, dann wünsche ich mir Herrscher, die Herz haben, die Hirn haben und die Erhaltung haben und die nicht getrieben werden von dauernder Vermehrung von Profitgier. Es gibt so wunderbare Marken, jetzt sage ich eines, weil es so ein aktuelles Beispiel jetzt ist. Toms Schuhe zum Beispiel. Tomorrow's Shoes gibt es jetzt seit 6 Jahren, gegründet mit einer ganz simplen Idee. Für jedes Paar Schuhe, das du kaufst, wird ein Paar Schuhe an bedürftige Menschen gespendet. Die Toms Espadrillos sind das meistverkaufte Schuhpaar oder das meistverkaufte Schuhe des letzten Jahrzehnts. Die haben in den letzten 10 Jahren 86 Millionen Paar Schuhe gespendet. 86 Millionen Paar Schuhe. Und daneben haben die auch noch viel Geld verdient. Also gut sein und viel Geld verdienen, schließt sie nicht aus. Und mittlerweile verkaufen die Sonnenbrillen für Augenoperationen, Kaffee für Wasser. Und gestern Nacht haben sie bekannt gegeben, dass sie jetzt in den USA die größte jemals in den Vereinigten Staaten stattgefundene Kampagne gegen Gun Violence starten. Für ein vernünftiges Waffengesetz. Das ist Hirn, Halt, Herz und Haltung. Weil was wird denn passieren? Das wird ihnen auch verdammt viel Kunden kosten. Weil das wird dem schießwürdigen Hillbilly in Texas nicht gefallen. Ja? Der kauft sich keine Toms-Schuhe mehr. Aber Marken mit Haltung, denen ist es einfach wurscht. Solche Marken gibt es natürlich, das wisst ihr, die gibt es zuhauf auch in Österreich. Stellvertretend für alle. Sei vielleicht jetzt nur so genannt, auch eine Marke mit internationaler Schlagfahrt, sowas wie der Leifbahn. Eine Marke, die ein schwieriges Thema aufgegriffen hat, gesellschaftsfähig gemacht hat, Awareness geschafft hat, Spendengelder lockiert hat und nebenbei noch ein Glanzlicht dieser Stadt geworden ist. Und das gefällt bei Weitem nicht allen. Da gibt es ganz viele, die finden das schrecklich, nach wie vor. Aber der Gary Kessler ist halt einer, der hat Hirn, Herz und Haltung. Und der lässt sich nicht verbiegen in diesem Wahn, den wir heute immer haben, dass wir allen immer gefallen müssen. Marken, die everybody's darling sein wollen, sind wertlose Marken. Marken, die allen gefallen wollen und sie allen Modeerscheinungen biegen und beugen, die keine Ecken und Kanten haben, die sind wertlose Marken. Wertvolle Marken dagegen haben Ecken, Kanten. Die sind nicht everybody's darling, die sind somebody's lover. Die werden von ein paar wenig geliebt. Oder vielleicht auch von vielen. Die geben Sinn, die geben Menschen Orientierung. Die machen auch klare gesellschaftspolitische Statements. Das fehlt mir generell in den Marken. Wo waren denn die Biermarken beim Fall Sigrid Maurer? Warum ist keine Biermarke aufgestanden und hat öffentlich gesagt, wir haben das Reinheitsgebot, Wasser, Hopfen, Malz und 0% Hass. So kann er gemacht, ja? Weil, ja, da könnt ihr dann eine Flasche weniger kaufen, ja, mein Gott. Aber Hauptsache nur nicht den Mund aufmachen, ja? Du musst dir etwas trauen, du musst den Mund auf. Mutige Unternehmen machen halt irgendwann den Mund auf. Warum gibt es keine Bank, die, wenn du ein Konto eröffnest, nicht nur dein Gehalt checken, sondern auch noch den Impfpass der Kinder verlangen? Und wenn deine Kinder nicht geimpft sind, dann kriegst du kein Konto. Weil wenn du so einen Hokuspokus wie den Impfen glaubst, dann brauchst du auch kein Konto eröffnen. Die erste Bank, die das machen wird, wird von den Kunden überrannt werden, weil Menschen heute so eine Art des Statements einfach unglaublich brauchen würden. So was braucht unser Land heute. Ich bin eigentlich ein hoffnungsloser Optimist. Ich glaube an eine Utopie. Ich glaube an eine Zukunft, in der wir solche Marken haben. Ich glaube an eine Zukunft, in der wir Marken haben, die stark sind, die mutig haben, die Hirn haben, die Herz haben, die Haltung haben.
und deren Chefinnen Verantwortung übernehmen und sich dieser Verantwortung auch bewusst sind und dann vielleicht unser Land, unsere Welt und unsere Zukunft ein Stück weit besser machen. Fangen Sie, alle, die hier sind, Sie können morgen schon damit anfangen. Denn meine Kinder, Ihre Kinder, meine Enkel und Ihre Enkel, die brauchen eins ganz sicher, starke, mutige Männer. Vielen herzlichen Dank.